Also als Trockenbauer macht man eigentlich einen Rohbau. Erstmal baut man um als Haus, als Wohnung, als Bürogebäude, als Hotelzimmer oder Altbauten werden saniert, kommen neue Decken, neue Wände rein, neue Fußböden. Eigentlich ist der Trockenbau aus dem heutigen Baugeschehen nicht mehr wegzudenken. Also da ich seinerzeit auch hier im Unternehmen gelernt habe, fand ich in dem Beruf halt gut, dass man wirklich mit seinen eigenen Händen irgendwas bauen kann. Oder auch, dass man jetzt, wenn man einen Rohbau hat, sozusagen einen Maurer kann, irgendeine Wand mauern. Aber Trockenbauer kann halt ein bisschen mehr. Der kann halt eine Decke abhängen, der kann runde Wände bauen, der kann WC-Einheiten in verschiedensten Formen herstellen. Und das ist schon interessant. Also den Beruf wollte ich damals lernen, weil ein Bekannter von mir auch schon den Beruf ausgeführt hat und mich ab und zu mit ihm nochmal sozusagen, um was zu bauen. Und weil ich schon selber auch als Kind handwerklich immer unterwegs war und der Beruf da halt so die handwerklichen Fähigkeiten sozusagen, die man hat, kann man da ausüben. Also ich sag mal so, wer Interesse am handwerklichen Arbeiten hat, der ist eigentlich im Trockenbau aufgehoben oder gut aufgehoben, weil er sehr, sehr abwechslungsreich ist und auch sehr flexibel. Man kommt weit rum, wenn man will, deutschlandweit. Wir sind nun halt, sag mal, auf Berlin bezogen, aber man hat halt ein sehr, sehr großen handwerkliches Spektrum sozusagen, was man abdeckt durch den Beruf. Also bei uns verdient man als ausgebildeter Trockenbauer 14,55 € die Stunde. Also wenn wir Azubis einstellen, achten wir, sag mal, einmal auf ihr Zeugnis. Da eigentlich nicht unbedingt auf die Noten, die natürlich auch eine Rolle spielen, aber am meisten achten wir auf Fehlzeiten, die sehen wir nicht so gerne. Wir mögen halt, wenn die Leute pünktlich sind und zuverlässig und, sag mal, auch gewillt sind. Wenn sie jetzt nicht die besten Noten haben, aber doch gewillt sind, sag mal, dann bieten wir ihr natürlich auch irgendwie Nachhilfemöglichkeiten an und sowas, um halt einen Beruf zu lernen. Ich sag mal, Fertigkeiten für unsere Auszubildenden, wenn die jetzt sich bei uns bewerben, wenn sie handwerklich geschickt sind, ist natürlich von Vorteil. Aber wir haben auch schon Azubis gehabt, sag mal, die denn auf einmal gelernt oder gemerkt haben, dass das ein Beruf für ihr ist. Also wenn man sich bei uns bewerben will, kann man das gerne tun unter bewerbung@karbinusrogge.de. Da schickt man seine Unterlagen hin, Lebenslauf, Zeugnis, am besten als PDF-Anhang und dann schauen wir uns das an und dann melden wir uns.